Am 2. Juni bringt Capcom einen weiteren Ableger der durchaus beliebten Serie Street Fighter auf den Markt. Doch mit Teil 6 will man das Fighting-Game-Genre neu revolutionieren. Was uns jetzt tatsächlich alles am 2. Juni so erwartet, das schauen wir uns zusammen in unserem Preview an zu Street Fighter 6. Also los geht's! Als Capcom im Februar 2022 Street Fighter 6 erstmalig angekündigt hatte, war spontan mein erster Gedanke, okay. Ich war jetzt nicht wirklich überschwänglich begeistert. Teil 5 habe ich sogar ausgelassen, wohingegen ich Teil 4 eigentlich sehr gerne auf dem PC gezockt habe. Sogar Ultra Street Fighter 2 auf der Nintendo Switch mit Evil Ryu und Evil Ken als dann neue finale Charaktere habe ich mir dann noch einmal gekauft. Grundsätzlich verbinde ich nämlich mit der Marke Street Fighter viele schöne Momente, jedoch fühle ich schon seit längerem eine gewisse Müdigkeit. Du kannst eben nicht immer und immer wieder Menschen vor dem heranfahrenden Bus retten, ohne sie dabei früher oder später zu langweilen. Und nach dem x-millionsten Hadouken hat sich wohl auch Capcom selbst gefragt, wie man da jetzt für Abwechslung sorgen kann. Und hier wurde ich dann auch erstmalig hellhörig, denn Capcom hat sich jetzt hier nicht nur mit neuer Grafik, neuen bzw. auch alternativen Gameplay sowie neuen Kämpfern und Stages zufrieden gegeben, nope, sondern sie setzen jetzt auch mit einem Story-Modus, welcher sogar RPG-Elemente besitzen soll, einem Battle Hub, quasi einem Online-Community-Treffen mit bis zu 100 Spielern pro Server, neue Maßstäbe im Fighting-Game-Genre. Entweder sie begraben jetzt die Serie mit einem großen Knall oder zeigen, dass man vielleicht, naja, das Rad jetzt nicht komplett neu erfinden, jedoch durchaus mal wechseln kann, damit der Karren mal wieder rund läuft. Doch schauen wir uns das mal im Detail an. Das Spiel selbst ist im Menü schon in drei große Bereiche unterteilt. Zum einen wäre da der Tour-Modus, also der Story-Modus, sowie der Battle Hub und Fighting Round. Das, was für Street Fighter-Fans gleich vertraut sein sollte, ist hier der Fighting Round. Von hier aus lassen sich alle altbekannten Modi aus Street Fighter auswählen. Und zwar offline als auch online. Im Arcade-Modus gilt es wieder einen nach dem anderen zu eliminieren. Im Versus-Modus kann man gegen die CPU oder auch gegen einen oder mehrere Mitspieler von der Couch aus zocken. Auch darf man hier im Practice-Mode selbstverständlich erst einmal üben, bevor man in den Kampf zieht. Doch auch neue Modi lassen sich hier auswählen, so zum Beispiel Special Matches. Unter Special Matches könnt ihr extreme Kämpfe wählen. Und wie ihr euch auch schon denken könnt, extreme Kämpfe sind an extreme Bedingungen geknüpft, beziehungsweise an extreme Regeln. Diese lassen sich einzeln auswählen. So zum Beispiel, werft euren Gegner als erstes 5-mal auf den Boden, oder wer als erstes eine vorgegebene Zielpunktzahl erreicht, gewinnt, oder es werden random Boni ausgeschüttet, oder es wird auch wahlweise ein wild gewordener Stier losgelassen, von dem ihr euch möglichst nicht downtackeln lassen solltet. Hier sollte auf jeden Fall für genügend Abwechslung gesorgt sein, abseits der normalen Street Fighter Kämpfe. Des Weiteren lassen sich einfache Online-Duelle selbstverständlich auch von hier aus auswählen. Es ist quasi das altbekannte Herzstück aus Street Fighter, welches in Teil 6 jetzt jedoch nur ein Drittel des Spiels ausmacht. Ein weiterer Teil ist nämlich der Battle Hub, eine Art Online-Area, wo sich die Street Fighter-Community virtuell versammeln, chatten und auch zusammen zocken kann. Auch könnt ihr Emotes verschicken und an Turnieren teilnehmen. Darüber hinaus sollen auch einige ältere Street Fighter-Klassiker virtuell an Arcade-Automaten spielbar sein. Ein kleines virtuelles Festival für Fans sozusagen. Maximal 100 Spieler pro Server sollen hier daran teilnehmen können. Wie gut das am Ende dann wirklich wird und ob sich dann das Ganze als Mehrwert herausstellt, muss sich erst noch zeigen, wenn das Spiel am Ende draußen ist und genügend Leute online unterwegs sind. Und ein weiterer und letzter Teil des Spiels ist der World Tour Modus. Der Story Modus des Spiels, und hier bin ich dann auch wirklich neugierig und skeptisch zugleich. Doch zuerst zum Editor, denn der ist sehr umfangreich. Entweder ihr lasst euch per Zufallsprinzip einen Charakter erstellen, oder verfeinert diesen individuell bis ins kleinste Detail. Mit diesem erstellten Charakter geht ihr dann übrigens als Avatar auch in den Battle Hub. Dort gibt es dann nicht nochmal extra einen Editor. Ihr erstellt quasi im Story Mode einmal einen Kämpfer bzw. eine Kämpferin für sämtliche Funktionen des Spiels. Der Story Modus selbst ist wie folgt aufgebaut.
als Open World dient uns hier Metro City, eine virtuelle Abbildung von New York City. Dabei ist Metro City in verschiedene Stadtteile aufgeteilt. In diesen Stadtteilen selbst sind dann legendäre Street Fighter anzutreffen. Und diese warten auch schon auf eure Ankunft. Euch begleitet nämlich eine ganz besondere Frage, um die es sich die gesamte Zeit dreht. Was ist Stärke? Und um das herauszufinden, müssen wir unterschiedliche Prüfungen bestehen. Doch bevor wir überhaupt so weit sind, melden wir uns erstmal bei Buckler Security und unserem Ausbilder Luke. Luke ist selbst ein neuer Kämpfer, ein spielbarer Charakter aus Street Fighter 6. So platt und einfallslos das jetzt auch erst einmal alles klingen mag, wird das Ganze umso interessanter, wenn man mal sich die gesamte Spielmechanik dahinter anschaut. Denn wir können tatsächlich diverse Passanten auf der Straße von Metro City zu einem Kampf herausfordern. Und dabei sammeln wir EXP und steigen nach und nach im Level auf. Dass uns nach einigen Kämpfen dabei die Kondition so nach und nach verlässt, ist selbstverständlich. Für solche Fälle stärken wir uns dann einfach am Imbiss. Mit dem Levelaufstieg selbst können wir uns dann nach und nach später in einigen Shops bessere und stylischere Klamotten kaufen. Mit den Moves, welche wir dann auch nach und nach erlernen, lässt sich so ein ganz eigenes Moveset basteln. Und euer selbst erstellter Charakter wird somit Stück für Stück zu einer weiteren Street Fighter-Legende. Und das alles macht jetzt schon wirklich Spaß und ich bin wirklich gespannt, wie sich der Story-Mode dann auch wirklich final spielen lässt. Doch Capcom hat noch weitere Neuerungen im Gepäck. Und zwar könnt ihr wie gewohnt auch mit der klassischen Street Fighter-Kombo-Steuerung zocken, jedoch gibt es auch eine vereinfachte, modernere Steuerung, mit der sich auch wuchtige Aktionen einfacher aktivieren lassen. Somit soll auch die Hürde für Einsteiger gesenkt werden, was ich durchaus begrüße. Zwar habe ich auch schon in der Vergangenheit des Öfteren mal spezielle Fighting-Controller gekauft, für eine entspannte Runde von der Couch aus ist das aber wirklich durchaus positiv. Und zum Schluss müssen wir dann natürlich auch nochmal über die Grafik reden. Denn Capcom verwendet hier bei Street Fighter 6 die Resident Evil Engine, welche auch schon bei Resident Evil Village zum Beispiel zum Einsatz kam. Und die Kämpfer und Arenen sehen bis jetzt auch schon wirklich wuchtig und richtig gut inszeniert aus. Mir persönlich gefällt der erste Eindruck richtig gut. Diese Frischzellenkur lässt Street Fighter noch einmal in einem gänzlich neuen Licht erstrahlen. Und am Freitag, dem 2. Juni 2023, ist es dann endlich soweit. Street Fighter 6 kommt für die PlayStation 4 und 5, sowie für die Xbox Series S und X und selbstverständlich auch für den PC auf den Markt. Ich hoffe, ihr seid schon genauso gespannt, wie ich es bin. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und weiterkämpfen! I still have something important I need to do.